Es geht um ganz viele Themen, also sowohl, dass das Rad Bindeglied zwischen ganz vielen Menschen ist, aber auch politische Themen, also auch zum Beispiel, dass Frauen- und Männerradsport sehr unausgeglichen ist. Ich mache eine Doku, die heißt Cycling Revolution, und wie der Name schon sagt, ist das Rad, macht gerade so eine kleine Revolution durch. Das Rad ist ein grünes Vorbewegungsmittel der Zukunft. Ich will mit der Doku aufzeigen, das Thema Mobilität, bessere Radwege. Gleichzeitig ist das Rad auch irgendwie, es gibt momentan Gravelbikes, Menschen machen sich Taschen an die Räder, fahren damit in Urlaub. Also, dass man so auch ein Abenteuer damit auf dem Rad erleben kann. Ich hatte immer die besten Gespräche mit meinen Freunden auf dem Rad. Ich fahre mein Leben lang Rad. Ich mache das professionell sportlich. Aber auch aufzuzeigen zum Beispiel, dass Frauenradsport und Männerradsport immer noch sehr unausgeglichen ist, zum Beispiel im finanziellen Rahmen. Und auch die Aufmerksamkeit. Also so ein bisschen auf der einen Seite Menschen vom Radfahren begeistern, noch mehr Menschen aufs Rad bringen, als auch politische Themen anzuschneiden. Und meine persönliche Motivation ist einfach, dass, wenn ich Nachrichten bekomme, dass Menschen vielleicht wegen mir angefangen haben, Rad zu fahren, das macht mich nachhaltig glücklicher als irgendein Erfolg auf dem Rad. Deswegen will ich einfach so eine Doku rund ums Rad machen. Ich meine, ganz groß gesagt, es ist sehr cheesy, aber die Welt vielleicht so ein Stück weit besser machen. Also die Werte, die ich vertrete und die Prioritäten, die ich habe, die vielleicht auch so ein bisschen an andere Menschen zu vermitteln. Und wenn mir das gelingt, egal ob in einem großen oder kleinen Rahmen, das ist eigentlich das, was mich antreibt, wenn ich sehe, dass irgendwie so meine Werte auch von anderen Menschen vertreten werden, dann macht mich das glücklich, das treibt mich an.